Hallo, Bianca. Hallo, wir schwimmen auf einem Schwan und einer Ente. Bianca schmeißt den Motor an. Keine Angst, das sind doch spezielle Boote. Die sind weich. Hallo. Hey, Meerschweinchen. Hallo. Oh, ihr habt alles aufgegessen. Ich bringe euch gleich Gras. Das Essen ist alle. Hallo, Mascha. 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 Lasst uns jetzt diese Schiffchen hier steuern. Oh, wow, wie die Titanic. Kapitän, volle Kraft voraus. Und jetzt. Und jetzt zurück. Karl, betätige den Hebel. Und jetzt zurück. Lucky, du bist ein toller Navigator. Hallo? Hungrig! Die Meerschweinchen haben kein frisches Gras mehr. Bianca, Karl! Schaut mal, was für frisches, saftiges Gras hier wächst. Ich habe alles gesammelt. Wie sollen wir denn so schnell wie möglich zu Nikolas nach Hause kommen? Lasst uns mit dem Zug fahren. Okay. Das ist nicht gerade der schnellste Zug. Wir haben noch einen größeren. Genau, da ist er. Auf der Station. Schneller, schneller, wir steigen um. Schneller, nach rechts. Hier ist nicht nur dieser riesengroße Zug. Hier sind auch noch große Bananen. Und Erdbeeren. Oh, und Knoblauch. Igitt. Los! Kirsche!
Mit dem Boot? Ja! Hier, die Boote sind hier! Oh, ist das Nikolas? Nein, das ist nur eine große Schildkröte. Unser Nikolas ist zu Hause mit den Meerschweinchen. Er wartet, bis wir ihm Mittagessen mitbringen. Karl, hast du Angst, vorne zu sitzen oder nicht? Bruder! Rudert schneller! Die Meerschweinchen verhungern! Schneller! Nimm mich! Kann ich das Flugzeug nehmen? Genau, das Flugzeug ist ja noch schneller! Gleich steuern wir noch Flugzeuge. Wir klicken auf Hoch und starten. Ich bin müde vom Springen. Komm! Wir müssen die Meerschweinchen füttern. Los geht's. Ich bin wirklich richtig müde. Mama, wir müssen los. Nikolas, wir sind hier. Und da sind die Meerschweinchen. Und hier bin ich. Hier. Schaut mal, was für leckeres Mittagessen wir mitgebracht haben. Unsere Meerschweinchen werden jetzt erstmal richtig satt sein. Hattest du Spaß im Freizeitpark? Schau dir unseren Kanal an und gib uns einen Like. Und wir sehen uns dann noch. Also macht's gut! Bianca.
Hallo, kommt vorbei bei meiner sauberen Autowaschanlage. Oh, ein Feuerwehrauto. Komm bitte raus. Du kannst so lange mit meinem Delfin spielen. Wir wischen den Feuerlöscher. Um die Lichter zu wischen, brauche ich einen Schwamm. Schwamm bitte. Oh, super. Danke. Hab ich den Delfin gefüttert? Nein, er ist noch hungrig. Da kommt der Slime. Delfin! Wo ist der Delfin? Verloren gegangen. Oh, nein, er wurde geklaut. Hilfe! Ich helfe! Rescue! Das heißt Retter! Ich muss das Auto tanken, um ihn zu fangen. Ein grüner Fleck. Der Slime war hier. Hey, Retter! Hierher! Hierher, hierher! Stopp! Die Spuren führen um die Ecke. Hm? Schnell hinterher! Wir brauchen hier keine Retter, sondern die Polizei. Haha! Gleich fangen wir diesen Slime. Und ich fahre mit dem ersten Rennauto. Dann wird dieser Slime keine Chance haben zu entkommen. Da ist er, da ist er, da ist er! Halt, Slime! Karl hat den Delfin gerettet! Wir müssen den Slime in Haft nehmen. Ja, er hat so viele Regeln gebrochen. Ich hab ihn am Bonbonautomat gesehen. Bonbons. Noch mehr Bonbons. Und dafür, dass du unterm Schild Durchfahrt verboten geparkt hast. Oh nein, das kommt nie wieder vor. Wollen wir ihn verzeihen? Okay, aber er soll die Autos für uns waschen. Hier ist dein Arbeitsplatz. Klick auf den Hebel und wasche. Siehst du? Alles klar. Ich wasche die Windschutzscheibe und nicht die Spiegel.
Und die Spiegel. Lass uns die Räder waschen. Habt ihr euch alle gemerkt, dass man nach Regeln spielen muss? Ja! Hast du es dir gemerkt? Wir sehen uns beim nächsten Mal auf unserem Kanal, nicht wahr? Genau! Mach's gut! Hallo, Bianca! Hallo! Hallo! Bianca und ich gehen mit den Babys spazieren. Das ist Dorian. Er spielt mit einer Eule. Und das ist Emily. Die hat einen Schnuller. Mädels, sind das eure Babys, die da weinen? Nein. Wessen dann? Lasst mal nachschauen. Kommt schon. Was ist denn passiert? Oh, er ist so süß und ihm knurrt der Magen. Der Magen knurrt, weil alle Teller leer sind. Und der Kleine? Genauso leer. Mein Dorian weint immer, wenn er hungrig ist. Warum hat die Prinzessin ihn nicht zubereitet? Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich schau mal nach. Na, ist da jemand? Ja. Wieso weinst du? Meine Hand tut weh. Du kannst den Bären keinen Brei zubereiten. Und die haben Hunger. Wollen wir helfen? Ja! Normalerweise mache ich ihnen Brei in diesen Schüsseln. Und ich mache Brei für den Kleinen. Prinzessin, passt auf unsere Babys auf. Ist gut. Nehmt euch Schaufeln. Das ist meine Schaufel. Das ist meine. Ich bringe Wasser. Gebe ich was hinzu? Ja. Wir haben einen leckeren Brei. Die mögen Brei mit Tannenzapfen und Löwenzahn. Habt ihr das gehört? Mit Tannenzapfen und Löwenzahn? Los! Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Das reicht. Hier sind die Löwenzähne. Schau, da ist noch mehr. Eins, zwei. Und jetzt schnell Brei mit Löwenzahn machen. Und mit Tannenzapfen. Ach, kipp's rein. Bianca, vergiss nicht zu rühren. Oh, Emily weint. Wir haben vergessen, der Prinzessin das Fläschchen mit der Milch zu geben. Wie denn das? Sie hat Hunger. Oh, Schüssel vergessen. Bärchen, der Brei ist fertig. Hey! Hier sind die Lätzchen. Das Kleine für den kleinen Bären und das Große für die Mama.
Und jetzt der Brei für den Kleinen. Und jetzt Brei aus Löwenzahn. Hier, Karl, hier. Für Papa. Mach den Mund auf. Für Mama. Prinzessin, deine Beeren weinen nicht mehr. Ihnen geht es gut. Aber deine Hand müssen wir uns genauer anschauen. Ich habe buntes Verband und einen Röntgenapparat. Wer weiß, was ein Röntgen ist? Das ist, wenn man durch Hände strahlt und die Knochen sehen kann. Ja, das ist ein Röntgenbild. Wir schauen, ob dein Arm gebrochen ist. Wow! Tut das nicht weh? Nein! High five! Ha, fertig! Siehst du, die Finger sind nicht gebrochen, nur gedehnt. Siehst du? Wir müssen deine Hand fixieren, damit sie sich nicht bewegen kann. Und dann vergeht alles. Schwester, abschneiden. Super, diesen Verband musst du 2 Wochen tragen. Und wie soll ich für meine Beeren kochen? Wir werden dir helfen. Danke, dafür will ich euch etwas geben. Kommt mit. Bringt mir auch etwas. Hier, das ist mein Zaubergarten. Schau, Bianca, Wassermelonenlutscher. Tatsächlich? Nehmt euch was. Das ist für euch. Danke. Gern geschehen. Mama, hier. Oh, danke. Du darfst noch keine Lutscher essen. Wir haben gute Arbeit geleistet. Wir waren mit dem Baby spazieren. Wir haben den Bärenbrei gemacht. Und die Prinzessin geheilt. Hattest du Spaß, mit uns zu spielen? Wir sehen uns beim nächsten Mal auf unserem Kanal. Schau dir die Videos an. Tschüss! Bis bald! Hallo, Bianca! Hallo! Heute zeigen die Kinder Dorian ihre Lieblingsspiele. Wir fahren in dem roten Waggon in diesem langen Zug. Haltet euch fest! Er schläft so süß. Ja, so süß. Ja, er mag es, im Zug zu fahren. Wir fahren an der Bauarbeiterstadt vorbei. Die Bauarbeiterstadt wartet auf uns. Lass uns dorthin gehen. Werden wir gleich zu richtigen Bauarbeitern? Ja! Wir bauen dann richtige Wände? Ja! Die Stadt ist irgendwo in der Nähe. Da ist sie! Da ist sie! Hey! Oha! Eine Baustelle?
Ein Garten? Ein Bauernhof? Wer erklärt Dorian, was ihr macht? Wir fischen. In Biancas Korb ist nicht nur Fisch, sondern auch eine Krabbe. Krabbe, weck Dorian nicht auf. Schau, wie viel Fisch wir gefangen haben. Lass mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt alle zu den Autos. Das ist ein Parkplatz für Traktoren. Oh, ein Bagger. Ausgeladen. Fütter mich, dann lege ich ein Ei. Womit sollen wir die Ente füttern? Mit Getreide. Getreide? Interessant. Und wir zwei können das Huhn füttern. Mein Getreide ist orange. Huhn, es hat ein rosa Ei gelegt. Oh, ein Spinnennetz. Das ist noch zu früh für uns. Der kleine Dorian und ich haben das kleine Lamm gefüttert. Trinkst du Milch, Kleiner? Wir nehmen die Flasche, die öffnen wir. Mama, gib uns Milch. Denkst du, das reicht für den Kleinen? Hallo! Was für ein guter Appetit! Wie bei Dorian. Du wachst auch bald auf und dann hast du auch Hunger. Wo sind Karl und Bianca? Bianca, komm, wir füttern die Tiere mit Salat. Okay. Pack ihn in die Kiste. Und Karl sammelt Karotten. Die Kuh wartet auf das Mittagessen. Mama füttert die Mama. Und ich füttere den Kleinen. Willst du mehr? Fütter den anderen. Ist. Hat alles aufgegessen. Und ich muss Dorian füttern. Dafür brauche ich ein bequemes Haus, damit uns niemand sieht. Karl, Bianca, könnt ihr die Wände bauen, bitte? Natürlich. Oh,
Wir brauchen noch ein Rechteck. Tschüss. Und wir spielen noch ein bisschen. Tschüss. Tschüssi, tschüss.